Heute haben wir einen CAN-Bus vermessen, und zwar einen CAN-Bus von einem Golf 5, Baujahr 2004. Wir sehen hier das CAN-High-Signal und das CAN-Low-Signal und wollen uns mal anschauen, welches Fehlerbild wir jetzt hier festgehalten haben. Zunächst mal die Einstellungen. Wir haben eingestellt 2 Volt per Division und wir wissen auch schon, der CAN-Komfort hat insgesamt eine Spannung von 4 Volt. Hier kann man diese 4 Volt recht gut erkennen. Also 2 Volt per Division wären eben im Grunde genommen hier insgesamt dann die 4 Volt. Wir sehen das hier, dass wir das eingestellt haben für den Kanal B hier unten. Wenn wir jetzt den Kanal A aktiv machen würden, dann würden wir feststellen, dass wir hier ebenfalls 2 Volt per Division eingestellt haben. Wir können ja Kanal A und Kanal B in der Spannungshöhe jeweils getrennt voneinander regeln. Interessant ist noch der Trigger. Wir stellen den Trigger in der Regel auf Auto, so auch hier. Trigger, das war ja nochmal die Schwelle, bei der halt eben ein Bild ausgelöst wird, also wo unser Signalverlauf praktisch startet, die Dokumentation startet von unserem Oszilloskop. Ihr könnt euch sicher erinnern, wenn dieser Pfeil außerhalb dieser Signalspannung liegt, dann wird das Oszilloskop kein Bild festhalten. Das kann man zum Beispiel erreichen, indem man beispielsweise jetzt hier auf den Kanal B triggern würde und würde dann halt eben diesen Pfeil außerhalb des Signalbildes haben. Dann würde eben kein Bild aufgezeichnet. Gut, schauen wir weiter. Eingestellt sind jetzt hier auf der Zeitachse 2 Millisekunden per Division. Wir haben hier insgesamt 10 solche Divisionen und diese 10 mal 2 Millisekunden stellen wir jetzt hier in diesem Bild dar, also insgesamt 20 Millisekunden. Vielleicht noch eine kleine Information. Wir können eben jetzt aktuell den Kanal B hier über diesen Schieber können wir diesen Kanal B hier auf unserer Y-Achse auch beliebig verschieben, um beispielsweise Signale übereinander zu legen oder andere Dinge. So, was ist jetzt nun bei diesem Golf 4 hier passiert? Das ist schnell erklärt. Wir sehen hier, dass die Signalspannungen unterschiedlich sind. Das sind jetzt, muss man sich so vorstellen, dass das zwei verschiedene Steuergeräte sind. Dieses Steuergerät und dieses Steuergerät. Und wir sehen, wir haben hier ein Delta von 600, ungefähr 640 Millivolt. Das bedeutet, dass jetzt irgendwo im Stecker von diesem Steuergerät, das hier scheint, wir wissen das einfach nicht, wir können das am Oszilloskop nicht erkennen, welches Steuergerät das ist, so zunächst jedenfalls mal nicht. Und wir sehen hier dieses Steuergerät hier, vermutlich ist das Steuergerät genau auch dieses, hat irgendwie einen Spannungsabfall, möglicherweise im Stecker selber oder im Steuergerät. Und dieser Spannungsabfall sorgt dafür, dass wir eben hier dieses Delta produzieren. Der Kunde wird im Übrigen hier von diesem Fehler nichts mitbekommen. Der CAN-Komfort ist eindrahtfähig und wir sehen, der CAN-Low ist völlig in Ordnung. Hier ist der Spannungspegel korrekt.